Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, in der letzten Folge haben wir hier den Testicles von der Insel geholt und sollen ihn jetzt nach Elis bringen. Das haben wir uns auf der Karte auch schon markiert und wir sind gut 5000 Meter, also 5 Kilometer gut entfernt. Und da werden wir doch jetzt mal hinsegeln, würde ich sagen. Wir legen mal ab. Testicles, es ist eine Ehre, mit dir zu sitzen. Dein Sieg bei den Pythischen Spielen ist legendär. Schau mal, wir müssen normalerweise komplett außen rum einmal. Genau, einmal hier rum und dann ist es hier oben. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir das da hinschaffen und was uns vor allem auch... Wie kommst du darauf, ihm vor den Kopf zu treten? Ja, alles begegnet. Wer war da noch? Ah, Improvisation. Den Gegner überraschen. Eine gute Strategie. Strategie ist für Leute, die dich gerade noch zuschlagen. Ich bin gespannt, ob wir die Insel nehmen oder Kunden dann oder so. Später. Jetzt müssten wir ja, wenn wir hier schön am Rand entlang segeln, nicht groß auf Schiffe treffen, hoffe ich mal. Vorne sind schon wieder Schiffe. Aber ich denke, unser Schiff ist ziemlich gut schon ausgestattet. Hat man gehört noch gar nicht. Hopp, hopp, hopp. Offene Gewässer! Beeilt denn hier überhaupt? Das ist ja Wahnsinn mit den Wellen. Sind wir zu weit draußen schon oder so? Eigentlich nicht. Eigentlich müsste es passen so. Naja, gut. Nein, vor ihm ist er, nein, vor ihm ist er.
Nein, hier wollen wir aber gut vorankommen, tun wir hier nicht. Ich glaube, da hinten wird es schon ein bisschen ruhiger wieder. Ich glaube, die irgendwie mal Skill, dass sie mal länger, schneller fahren können. Kann uns nichts verderben, weil Spartiaten niemals sterben. Ein Gedicht, ein spartanisches. Oh, geschafft. Bin ich froh. Alcibiades. Alki. So, und schauen wir doch mal, was jetzt hier erzählen hat hier. Willkommen zu den Olympischen Spielen. Das Fest hat offiziell begonnen. Alcibiades, ich bin überrascht, dass du angezogen bist. Der Tag ist noch jung, kleine Ziege. Auf zu den Spielen. Wir sind nicht so weit gekommen, um im Hafen zu stehen. Allerdings, solltest du jemals einen Partner für Leibesübungen brauchen. Du, ein dünner kleiner Athener? Ich bin der Meister. Oder werde es sein? Sparta! Schade, dass es dein Verstand nicht mit deinen Muskeln aufnehmen kann. Ziehen wir los. Kämpfen kann, muss ich eingeölt werden. Tja, ich würde ja gerne zur Hand gehen, wenn du in der richtigen Verfassung wärst. Ich werde gern eingeölt. Ganz offensichtlich. Ja, du weißt das. Komm her, in meine Arme. Ist dir besoffen? Er kann doch sicher schwimmen. Alter. Ernsthaft? Oh, na ja. Ernsthaft? Sieht aus, als müsstest du jetzt antreten. Alter Schwede, ich dreh durch. Unfassbar, dass er tot ist. Er war unerreicht. Und ich soll an seiner Stadt an den Spielen teilnehmen? In die Sandalen eines Toten schlüpfen? Und dabei ist Testikles noch nicht einmal verdaut. Oh. Komm, liebes Zicklein, zeig der Welt, wozu du fähig bist. Alter Schwede. Und mir auch, wenn du schon dabei bist. Ich brauche den Siegerkranz für Sparta.
Wenn ich dafür teilnehmen muss, dann tue ich das. Der Wettkampf fängt nicht so bald an. Wir könnten uns erst umsehen. Olympia bei Waffenstillstand ist eine Reise wert. Oh mein Gott. Dann schauen wir doch mal. So, machen wir das Bildmachgerät wieder an. Ist der wirklich... ich kann das gar nicht glauben. Okay. Die Organisator ist in Elis. Er ist der Mitte des Teils von Olympia. Nördöstlich vom Altar des Zeus. Okay, dann schauen wir doch mal. Er ist in der Mitte des Tals des Olympia. Tals von Olympia. Hier, das Tal ungefähr hier. Wir machen hier mal... Gehen wir mal los, würde ich sagen. Haben wir irgendwo einen Schmied oder so? Ich wollte mal mein ganzes Zeug verkaufen. Ein Schmied. Hier ist kein Schmied. Aber die könnten die Fragezeichen dabei machen. Leute, wir müssen sowieso Fragezeichen machen. Also, wenn wir schon hier sind, machen wir das gleich. Killzauber, Kultistenwache, Schatzplündern. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Boah, wir haben noch gar keinen ausgeschaltet. Was ist hier los?
einen schönen Helm bekommen. So, zwei Kultisten machen noch. Ich will hier raus! Du hast mich gerettet! So bin ich zu euch. Okay. Ist auch erledigt. So, schauen wir gleich hier hoch. Unentdeckter Anführer. Schauen wir mal da hoch. Vielleicht ist es ja ein Kultist oder so, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Diese Festung hasse. Was war das für ein Geräusch? Ah, Leute, das mache ich jetzt erstmal nicht, weil das ist 39. Das ist noch ein bisschen zu krass. Wir wollen hier auch weiterkommen und nicht stundenlang hier in dem Ding verbringen. Ich würde sagen, wir markieren uns mal weiter auf der Karte den... Also hier, glaube ich, Tal von Olympia. Gehen wir doch erstmal hier hoch. Oh.
hier die Festung oder was? Alter. Ich bin genau unter der Festung hier. Ah, ich glaube, wir gehen wohl lieber mal wieder raus. Und den Aussichtspunkt. Stirb!
Okay, einen Schuss hätten wir schon. Okay. Ein Schatz fehlt es doch. Mit dir. Eine komische Quest. Das Stück muss stattfinden. Okay, dann schauen wir mal, ob wir den Befehlshaber noch hier irgendwo finden. Würde ich sagen. Gut, und dann gleich hierher. Schauen wir uns das für eine Quest ist, wenn das so eine komische Farbe hat. Ich glaube, das mache ich jetzt das erste Mal so eine Quest dann. Mal sagt doch nicht, dass das der ist hier. Wonach sehnen Sie sich? Nach Aufregung und etwas Magie. Und das kannst du ihnen bieten? Magie! Tespis, trittst du in einem neuen Stück auf? Cassandra, Aristophanes Freundin. Und auch die meine. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht hier. Hätte ich dich nicht aus dem Gasthaus getragen, würdest du vermutlich jetzt noch dort sitzen. Auf dem Boden. Tespis hatte die glorreiche Idee, die Stadt mit einem Stück zu ehren. Er hat einen sehr guten Ruf als Schauspieler. Deshalb dachte ich, der Erfolg wäre uns sicher. Aber langsam glaube ich, ich habe mich geirrt. Nein, nein, ich habe alles unter Kontrolle. Behalte nur den Verkauf der Eintrittsmarken im Auge, liebste Rodante. Und meine Freundin Cassandra kümmert sich um den Rest. Ich versichere dir, ich verstehe nichts vom Theater.
Sei nicht so bescheiden. Du wirst als die Heldin bekannt, die Leonidas und seine 300 zum Stück des Jahrhunderts gemacht hat. Das Stück handelt von König Leonidas? Weißt du, meine Familie... Deine Familie kann natürlich auch kommen. Sie wird bestimmt stolz auf dich sein. Hilf mir nur, die Heldengeschichte zu erzählen. Ich helfe dir über ein Stück über Leonidas. Ich helfe Thespis mit seinem Stück. Leonidas Geschichte muss erzählt werden. Also gut. Du wirst uns sicher nicht enttäuschen. Was soll ich tun? Bring Wein. Nicht für mich. Für das Publikum. Glaubst du, das Publikum interessiert sich nur für Leonidas Geschichte, wenn es betrunken ist? Nicht betrunken, nur begeisterungsfähiger. Ich werde mich darum kümmern. Mehrere Quests angenommen. Ja, wo ist es jetzt? Ah, hier unten. Genau, dann können wir gleich noch die zwei Fragezeichen hier mitnehmen. Aber kämpfen. Oh nein, du hast hier nichts zu suchen. Hau ab! Nein, was mache ich denn?
So. Zwei Schätze noch. Muss man da ganz hoch. Ja. Hier waren wir schon, oder? Okay. So, die Frage ist ja, dann können wir mit den anderen Quests weitermachen. Das sind die Ställe. Der Wein darin sollte zumindest gut genug für Pferde sein. So. Abfall. Los jetzt!
niedergeschlachtet hier. Wie zum Beispiel das Kopfgeld. Sehr schön. So, normalerweise war das jetzt schon der Wein, oder wie? Und schön die Quests rein. Das ist der Wein, mit dem Testis das Publikum versorgen will. Riecht nicht besonders, aber es sollte gehen. Okay, bringe den Wein zum Übergabe. So. Ach du Scheiße. Ja, gekillt habe ich sie alle. Wie ich das Kopfgeld bezahlt habe. Okay. Der Wein ist in der Bar. Ich habe den Wein. Wunderbar. So werden unsere Gäste wohl schon vor Beginn des Stücks bester Laune sein. Ich habe den Wein gekostet. Immerhin ist es kein Essig. Vielleicht kann ich die Marken vergünstigt in den ärmeren Stadtteilen verkaufen. Sag, wann wird das Stück eigentlich aufgeführt? Nun, es gibt noch Probleme mit den Schauspielern. Sie zu finden, meine ich. Du hast keine Schauspieler? Keiner von ihnen kam zur letzten Probe. Und bei den vorherigen kamen sie mir sehr entmutigt vor. Vielleicht war jemand zu streng mit ihnen. Dann musst du sie nicht bezahlen, wenn sie nicht auftauchen. Ganz genau. Es sind 3 Schauspieler. Sie stellen Iphialtes, Xerxes und die Neckes dar. Ich kann dir sogar sagen, wo du sie vielleicht findest. Und wer spielt Leonidas? Ich selbst natürlich. Ich traue niemandem sonst die Hauptrolle zu. Ich hoffe, sie tauchen wieder auf. Also, Xerxes sollte sich irgendwo in der Nähe der Dyspontion-Ruinen befinden. Alles klar. Die Neckes hat sicher die Zeit vergessen beim Glücksspiel auf dem großen Platz hier in Elis. Ich verstehe. Mein Freund Ross spielt Iphialtes. Er ist plötzlich fromm geworden und wollte an der Piera-Quelle beten. Kein Problem. Wenn du die Schauspieler gefunden hast, schicke sie zu mir. Und motiviere sie bitte. Die Vorstellung wird grausig, wenn sie nicht mit dem Herzen dabei sind. Und dann wird niemand bezahlt. Verstanden.
Okay, schauen wir doch mal, ob wir die finden, die drei. Okay, auf der Karte ist schon mal nichts markiert. Schauen wir mal in die Quests rein. Folgen. So, Elis. Ach, was war die andere Quest? Mei. Ich hab die hier gar nicht drauf anscheinend, oder? Na gut, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut an der Stelle und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich schaue mal, ob ich irgendwann die Quest herbekomme noch, damit ich hier die Typen aufdecken können. Jetzt sind sie ja beschrieben, wo die sind, aber das muss ja irgendwo auch hinterlegt sein. Das würde ich sagen. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dabei seid. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.